Super, genau. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch schon mal für die Einstiegsfrage. Ja, du hast recht, wir haben tatsächlich nach einer gewissen Vorlaufzeit im Anfang bis Mitte 2019, dann tatsächlich im Herbst 2019 gegründet. Damals auf einer anderen Basis, also Personal Training, Personal Coaching mit meinem damaligen Mitgründer auch, der auch aus dem Profisportbereich gekommen ist. Zu seiner Spitzenzeit tatsächlich Weltranglisten Dritter war im Kunstturnen, also doch top. Ich war quasi eher der Techniker und irgendwie musste ich dann das ganze Ding zur Gänze übernehmen, so ungefähr, habe dann so mein Team aufgebaut. Wir haben dann relativ schnell aber auch gesehen, dass Österreich damals zumindest noch komplett der falsche Markt war für den Bereich Personal Training, Personal Coaching und haben dann so ungefähr Ende 2019, Anfang 2020 langsam auf Gruppenkurse und so weiter umgeschwenkt und das ist dann besser angekommen, auch wahrscheinlich aus der finanziellen Sicht her. Und dann kam tatsächlich die Pandemie. Irgendwie einerseits ja, Fluch und Segen zugleich, sage ich jetzt mal, war einerseits gut, andererseits ist halt irgendwie, ja, der Markt ist überschwemmt worden, sage ich mal. Aber langfristig oder mittelfristig bin ich überzeugt, dass uns das alle jetzt massiv nach vorne geschleudert hat, insbesondere was das Mindset angeht und was halt einfach das Thema innovative oder digitale Lösungen für die Fitness und Gesundheit angeht. Entsprechend nehmen wir den Schwung jetzt einfach mit. Ja, vielleicht auch kurz zu meiner Person. Eben, danke, Theresa. Schahab-Taban ist mein Name. Wie gesagt, ich bin eigentlich der Techniker. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Mechatronik, habe dann Medizintechnik studiert, Biomedizininformatik, dann Informatik, bin in die Sporttechnologie reingeschlittert, sage ich jetzt mal. Arbeite noch immer eigentlich seit über 8 Jahren mit dem Olympiazentrum in Oberösterreich zusammen auf sporttechnologischer Basis und mit der Landessportdirektion. Das ist so mein Konnex und das war quasi dann der nächste logische Schritt. Und was wir inzwischen die letzten knapp 4 Jahren eben aufgebaut haben, ist eben eine sehr breite Lösung für die Fitness und Gesundheit der Mitarbeiterinnen, wo wir das Ziel haben, also wir haben verschiedene Ziele, aber ein Ziel von uns ist einfach mit einem breiten Angebot, wie es vorhin auch schon einer meiner Vorredner erwähnt hat, möglichst viele Interessen abzudecken und möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. Also nicht klassisch diesen Yogakurs für alle anzubieten, sondern eben zu schauen, wo gibt es Interessen, jeder soll das Richtige für sich finden und das Ganze auch zeitlich sehr flexibel. Zusätzlich sagen wir streben eine ganzheitliche Gesundheit an, das heißt körperlich allein oder Fitness, präventiv, auch wie es das Bürobody macht, ist wirklich sehr super. Es geht aber für uns einfach Hand in Hand mit einer mentalen Gesundheit und einer ausgewogenen Ernährung. Und wie es auch andere Anbieter jetzt auch schon ganz gut umgesetzt haben, das Thema muss so niederschwellig wie möglich sein. Inzwischen ist es schon so, man muss schon Incentivierungen anbieten für die Mitarbeiterinnen, damit sie das gerne nutzen. Das Ganze darf eigentlich normalerweise gerade für den Einstieg im Büro nicht länger als 4, 5 Minuten dauern, weil sonst dauert es eh schon zu lange und man verliert die Leute dann relativ schnell. Und hier haben wir eben diese drei Bereiche, die wir sehr niederschwellig und rund um die Uhr anbieten. Und wir haben das Ziel, neben dem Büroalltag oder neben dem klassischen Arbeitsalltag, insbesondere uns in der Freizeit eben zu manifestieren, sage ich jetzt mal. Die Mitarbeiterinnen sollen das Ganze in ihrer eigenen Zeit nutzen, hauptsächlich. Um die Interessensgebiete eben abzudecken, haben wir eine sehr breite Kursauswahl, einerseits in den verschiedenen Bereichen mit und ohne Utensilien, eben die Klassiker wie Yoga und Pilates, vieles auch für den Arbeitsplatz, egal ob es jetzt Bürojobs sind oder auch in der Produktion oder körperlich schwerer zum Arbeiten. Und dann eben der große Bereich der mentalen Gesundheit mit Meditationseinheiten, mit Themen wie Achtsamkeit, Stressbewältigung, Umgang mit Rückschlägen, Resilienzen aufbauen und, und. Und das Ganze haben wir in verschiedenen Formaten, dass wir auch hier wieder die unterschiedlichen Nuancen adressieren können. Einerseits sind das eben die Live-Kurse, das heißt, wir haben unsere Studios, wir haben unsere geschlossenen Trainer, wo wir bewusst ganz stark auf die Qualifizierung und auf die Zertifizierung und die Erfahrung schauen. Da werden die Live-Kurse eben übertragen und die Teilnehmerinnen können sich eben jederzeit dazuschalten oder eben sich voranmelden und live mitmachen. Da haben wir aktuell so an die 20 dieser Kurse jede Woche. Dann haben wir eben eine große Mediathek aufgebaut, wo wir auch selber die Inhalte erstellen, gemeinsam mit unseren Trainern, unseren Videografen. Und da haben wir inzwischen schon über 800 Videokurse, Audiokurse, Serien, eben auch aufbauende Programme, die zur Verfügung stehen. Und das dritte Format, das ist ein Set an verschiedenen Trainingsplänen, digitale Trainingspläne für unterschiedliche Ziele, wo man eben anhand von Videoanleitungen durch jede Übung durchgeführt wird, weil man sich oft unter den Namen vielleicht auch nichts vorstellen kann. Das sind die Bereiche Bewegung, Fitness und mentale Gesundheit. Und dann haben wir noch einen eigenen Planer für die Ernährung.
Wir haben, wie Sie sehen, eine Webanwendung, wir haben auch eine mobile App, das heißt von Smartphone über Tablet bis zum Computer bedienen wir alle Bereiche. Natürlich Fokus auf Smartphones, weil das Ding einfach rund um die Uhr dabei sein soll und wir wollen einfach natürlich unsere Teilnehmerinnen und Mitglieder entsprechend begleiten. Der Vorteil bei den Live-Kursen ist, man sieht eben den Plan der nächsten 7 Tage immer im Voraus, kann sich entsprechend auch für beliebig viele Kurse voranmelden. Man kriegt eine Erinnerung daran und macht eben dann auch mit. Der Vorteil, es ist live, das heißt, ich kann als Teilnehmer, wenn ich möchte, meine Kamera einschalten, mir Feedback holen. Der Trainer sieht dann auch schon, ob der eine oder andere gerade was falsch macht oder vielleicht nicht mitkommt, braucht alternative Übungen und so weiter. Egal, ob das jetzt Büroübungen sind oder Meditation, kann man, glaube ich, jetzt nicht recht viel falsch machen körperlich, bis hin zu klassischen Body Training. Also da haben wir so ziemlich alles dabei. Die Mediathek ist eigentlich relativ selbstsprechend, unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Bereiche, Einzelkurse, aufbauende Programme, rund um die Uhr verfügbar. Ja, also sehr logisch. Da kommen auch ungefähr zweimal im Monat neue Inhalte dazu. Dann haben wir unseren Virtual Coach. Wie gesagt, das ist kein menschlicher Coach, da sind wir eh schon in dem Bereich, wo wir sagen, okay, wir wollen coachen. Das Ganze soll weitestgehend individualisiert sein. Das soll wirklich auch mit einem Plan hinterlegt sein. Aber der Mensch braucht sehr viel Flexibilität. Entsprechend, ob ich es in der Früh mache oder am Abend mache und wenn ich es heute nicht schaffe, kriege ich die Erinnerung, dann mache ich es halt erst morgen. Aber zumindest habe ich da Struktur, habe meinen Plan, habe die Übungen und halte mich dann auch weitestgehend daran. Unser jüngster Zuwachs, das ist unser Ernährungsplaner. Das war ehrlicherweise auch so einer der schwierigsten Teile, das quasi mit einzubauen. Deswegen haben wir bis vor 2 Monaten diesen Bereich mit einem externen Partner abgedeckt und irgendwann haben wir dann gesagt, das ist ein wichtiges Thema, da brauchen wir selbst mehr Kontrolle drüber und haben das zu uns selber reingeholt. Da stellen wir gemeinsam mit unseren Ernährungsexperten, haben wir Ernährungspläne entwickelt. Die stehen dann jedem selbst zur Verfügung. Die kann man, also man kriegt dann für jeden Tag bis zu 5 Rezeptvorschläge, vom Frühstück bis zum Abendessen, inklusive Snacks und alles drum und dran. Natürlich Zutatenliste, Rezept, alles drum und dran. Die Kalorien, und auch die Makronährwerte und kann hier noch weiter für sich individualisieren und auch seine Ernährung quasi mit aufzeichnen. Und dann kommen wir schon zu dem spaßigen Teil, sage ich jetzt einmal, der auch wirklich für die maximale Motivation sorgt, wo es nicht nur darum geht, neben diesem breiten Kursangebot das irgendwie anzubieten, sondern auch wirklich hier für die Motivation zu sorgen, und zwar langfristig und nicht nur die ersten 3 Monate, sage ich jetzt einmal. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann als Unternehmen diverse Challenges planen, mit einer Ausrichtung oder einfach das Ganze bewusst offen halten, wo es nur darum geht, einfach Kalorien zu verbrennen. Wichtig ist, dass man diese Aktivitäten irgendwie digital erfasst. Das Ganze wird in Teams unterteilt. Jeder sucht sich dann sein Team selber aus und parallel zur Teamwertung gibt es einfach für den menschlichen Ego, gibt es dann noch die Einzelwertung, wo ich mich dann auch quasi mit anderen Kolleginnen und Kollegen vergleichen kann. Und wie Sie es natürlich denken können, am allerbesten funktioniert das, wenn man so kleine Incentivierungen, Sachpreise hinterlegt und da ist dann der Ansporn sehr groß, dass das tatsächlich viele mitmachen. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, die Aktivitäten einerseits über unsere App zu erfassen, andererseits gibt es gerade diese Wearables, Smartwatches, die werden immer weiter verbreitet. Entsprechend gibt es da die Möglichkeit, auch hier diese direkt zu integrieren und wir lesen uns diese Aktivitäten direkt raus und die zählen dann dazu und man kriegt dafür dann Punkte. Okay, das Logo. Ich glaube, wir dürfen das Logo verwenden. Lass ich mal trennen. Auf jeden Fall, Sie haben dann noch ein Reporting-Tool quasi im Hintergrund zur Verfügung, aus der administrativen Sicht, natürlich nur vereinzelt Personen im Unternehmen, um grundsätzlich einfach mal zu schauen, was sich so tut. Unter Anführungszeichen am Ende des Tages geht es darum, lohnt sich das Ding gerade, lohnt sich das Tool, die Anschaffung, verwenden das die Leute, wie viele verwenden das, was tut sich gerade im letzten Monat, wie war die Entwicklung, aber natürlich ohne irgendwie einzelne Details zu einzelnen Mitarbeiterinnen zu sehen. Jetzt mal ein kurzer Überblick, in der Mitte habe ich schon kurz erwähnt, Möglichkeiten, Aktivitäten zu erfassen, Indoor, Outdoor, mit GPS, mit Herzfrequenzmessung, das ist ja alles dabei. Und dann links, was Sie in der Mitte sehen, auch hier geht es einfach um das Quantifizieren, um das Visualisieren der Aktivitäten und um diese kleine Incentivierung schon anhand von Punkten, die man kriegt für seine Aktivitäten. Man möchte natürlich auch immer wissen, wo bin ich im Vergleich zu meinen Kolleginnen und so weiter. Das ist mal das eine. Und was Sie ganz rechts sehen, das ist noch die alte Ansicht, aber grundsätzlich das Konzept das gleiche. Das sind persönliche Ziele, die jede und jeder für sich selbst auf Monatsbasis definieren kann.
Schritte, Laufkilometer, Anzahl an Trainingsstunden und so weiter. Und für jedes erreichte Ziel gibt es dann so ein virtuelles Abzeichen. Auch hier eine kleine Incentivierung. Also Sie sehen, wir haben ein großes System aufgebaut. Wir sind eher in die Breite gegangen und haben hier zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist einfach ein breites Kursangebot, zeitlich sehr flexibel in den Bereichen Fitness, Ernährung und mentale Gesundheit, wo sich eben jeder rund um die Uhr bedienen kann, sage ich jetzt einmal. Das ist aber unseres Erachtens nur die halbe Miete. Das andere ist einfach langfristig die Motivation hochzuhalten, die intrinsische Motivation zu wecken, dass die Mitarbeiterinnen auch das wirklich länger benutzen als nur die ersten 3-4 Monate. Und da kommt der Community-Aspekt dazu, da kommt ein Urinstinkt des Menschen heraus, um sich mit anderen zu messen, da kommt das Wir-Gefühl, das Miteinander dazu, da macht es einfach auch Spaß und da sind wir auch gerade dabei, diesen Community-Aspekt in Zukunft viel weiter auszubauen, dass man sich gegenseitig auch unterstützen kann, Erfolge mit anderen teilen kann, sich virtuelle High-Fives geben kann und so weiter. Genau, hier. Sie sehen, es hat sich selbst in Österreich schon ganz gut bewährt inzwischen. Wir haben 1-2 Kunden aus Deutschland, der Rest ist wirklich aus Österreich im größeren und kleineren Bereich. Ja, und sonst das nächste, was jetzt auch kommt, das sehen wir auch, es ist meistens so ein bisschen das Nadelöhr im Unternehmen, ist die Kommunikation. Und um dieses Thema ordentlich zu adressieren, haben wir hier wirklich auch ein Kommunikationsmodul, inklusive quasi virtueller Pinnwand in Planung. Das wird jetzt über den Sommer hinweg fertig, wo man auch gewisse Themen eintragen kann. Das können Ereignisse sein, das können gesundheitsrelevante Themen sein. Und per Push-Nachricht kriegen das dann optional die Mitarbeiterinnen direkt aufs Handy. Ja, somit bin ich schon am Ende. Wenn es Fragen gibt, dann sehr gerne im Nachhinein.